Und nun zum nächsten Big Brother Award in der Kategorie Wirtschaft. Die Laudatio hält Sönke Hillbrands von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Und nachdem ich ihn in den vergangenen beiden Jahren fälschlicherweise beide Male zum Vorsitzenden dieser Vereinigung gemacht habe, tue ich das nicht und schaue Sönke tief in die Augen. Ich denke, wenn er inzwischen Vorsitzender der DVD wäre, hätte er mir das signalisiert. Also jetzt der Wirtschafts-Big Brother Award mit Sönke Hillbrands von der DVD. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich war 6 Jahre lang Vorsitzender. Danach übernahm ich dann unsere Rolle beim Big Brother Award. Die zweite gute Nachricht, es gibt kürzere Laudationen. Jetzt kommen wir gleich zur Sache. Der Big Brother Award in der Kategorie Wirtschaft für 2013 geht an eine gute alte Bekannte von Ihnen oder jedenfalls an Ihre Töchter. An die Deutsche Post Adress GmbH und Co. KG, vertreten durch Ihre Geschäftsführer, den Herrn Josef Gatzek und den Dr. Frank Schlein. Wofür? Für den Aufbau der wohl mächtigsten Adressdatenbankenfamilie in Deutschland. Unsere Preisträgerin ist die Tochter einer berühmten Mutter der guten, alten, gelben Post, heute bekannt als Deutsche Post AG. Sie hält sich unbescheiden selbst für eine ganz starke Marke im sogenannten Adressmanagement, nicht ohne Grund. Denn sie ist Gebieterin über eine Datenbasis, die es absolut in sich hat. Mehr als 8 Millionen Menschen wechseln jährlich in Deutschland ihre Postadresse und etwa 4 Millionen davon erteilen der guten alten gelben Deutschen Post einen Nachsendeauftrag. Dabei erklären sich die meisten damit einverstanden, dass ihre neue Adresse an Dritte, die die alte Adresse schon haben, weitergegeben wird, wenn sie nicht ganz ausdrücklich gegen diese Einwilligung widersprechen. Mit diesen Angaben füttert die Deutsche Post Adress GmbH und Co. KG die Datenbank Postadress Move, welche die Preisträgerin, entschuldigen Sie das hässliche Wort, vermarktet. Selbst schuld werden Sie vielleicht jetzt denken, weil Sie ja immer gut auf Ihre Daten aufpassen, niemals einen Nachsendeauftrag erteilen würden, auf jeden Fall immer alles das Kleingedruckte lesen, damit Sie der Weitergabe Ihrer Adresse ja auch ausdrücklich widersprechen können. Und Sie fühlen sich sicher dabei, aber auch wer keinen Nachsendeauftrag erteilt hat, ist damit unserer Preisträgerin nicht entkommen. Circa 1,2 Millionen weitere Umzugsadressen landen nämlich trotzdem in der Postadressdatenbank, etwa weil sie bei anderer Gelegenheit einem Mitglied der Postfamilie übergeben wurden oder weil sie in öffentlichen Verzeichnissen oder Melderegistern auftauchen. Diese Datenbanken wertet unsere Preisträgerin nämlich auch aus. So kommt also ganz schön was zusammen. Circa 9 Millionen Umzugsdaten aus den letzten 24 Monaten stehen der Wirtschaft mit dem Angebot Postadress Move zur Verfügung, um die Datenbestände der Wirtschaft so richtig auf dem Laufenden zu halten. Gegen Entgelt versteht sich. Gegen Aufpreis geht mehr. Gegen Aufpreis können Sie Ihre Adressdaten bei einer Tochter unserer Preisträgerin noch mit über 5 Millionen zusätzlichen Adressdaten aus früheren Jahren abgleichen. Das nennt man dann Postadress Movers Plus. Unsere Preisträgerin bietet Ihnen zusätzlich an, von Bestattungsunternehmen angelieferte oder sogar selbst von Hand ausgegrabene Adressen verstorbener und andere unzustellbare Adressen aus Ihrem Telefonbuch zu tilgen, nennt sich Postadress Clean. Wir hätten Postadress Wipeout vorgeschlagen oder Postadress Dig It oder so. Aber kurz, also für jedes Anliegen ist unsere Preisträgerin die passende Adresse. Vom Einwohnermelderegisterabfragen bis zu komplexen Adressenrecherchen im früheren Wohnumfeld, Produktpalette, Adress Research können Sie fast alles buchen. Müssen wir da noch erwähnen, dass Problemfällen, sind Sie im Problemfall? Also müssen wir da noch erwähnen, ob Problemfällen gegen Bezahlung notfalls sogar hinterher telefoniert wird, mit Erfolgsgarantie. Deswegen hatten wir auch vorhin gesagt, Handys ausschalten. Sie sollen mal Ruhe davor haben. Eine andere Tochter unserer Post bietet dann das Finish an und liefert Adressenentrümpelung mit Telefon-, Fax- und Mobilfunknummern angereicherter und aufpolierte Daten, eine sozioökonomische Bewertung des Wohnumfelds und dazu noch ein Produkt zur Bestimmung von adressbezogenen Zahlungsausfallrisiken. Haben wir nicht bereits im Jahr 2001 einen Big Brother Award für die Bildung von Scoring-Werten aus Daten über Wohnumfeld und Nachbarschaft vergeben? Schon ganz schön lange her. Wiederholung tut Not. Wir malen aber hier nicht mehr als nötig schwarz. Nein, es ist nicht die Preisträgerin, es ist die Direktmarketing-Tochter der Gelben Post, die sich rühmt, 19 Millionen Gebäude, 34 Millionen Haushalte und ca. 1 Milliarde sonstiger Zusatzdaten erfasst zu haben.
sich der Ortskenntnisse von 80.000 Zustellerinnen und Zustellern bedienen zu können und so eine Datenbank zu füttern, welche über Altersstruktur, Familienform, Kaufkraft, Gebäudedaten, Konsumvorlieben und das Verhalten im Versandhandel exzellent Bescheid weiß. Ihr Postbote, das Auge und Ohr eines Scoring-Dienstleisters? Das haben Sie sich wahrscheinlich nicht gefragt, als Sie beim letzten Mal korrekte Angaben im Nachsendeauftrag machten, oder? Beschleicht Sie langsam das Gefühl, dass hier eine Jagd stattfindet? Die Jagd nach den aktuellsten Adressen, vielleicht die Jagd nach dem Konsumenten an sich? Am Anfang unserer Betrachtung haben wir es noch geschwärmt von einem freundlichen Nachsendeservice, von starken Müttern und großen Marken gesprochen, von der Einwilligung in die Nutzung von Adressen für die Aktualisierung von Daten bei denen, die Sie ohnehin schon hatten. Fächert man aber die Angebote unter dem Firmen- und Familiendach sozusagen in der generationenübergreifenden Groß-WG der Deutschen Post AG beim Thema Adressenservice noch mal weiter auf, eröffnet sich ein Universum, das Sie wohl nicht mehr freiwillig betreten würden. Langzeitbeobachtung, Wohnumfeldrecherche, Telefonrecherche, proaktive Adressenaktualisierung, Telefonnummernanreichung, alles aus einer Hand. Eine schrecklich nette Familie, diese Posttöchter. Hände hoch. Widerstand ist zwecklos. Liebe Verbraucherinnen und lieber Verbraucher, Sie wollen mal umziehen, einfach nur aussteigen, verschwinden oder einfach nichts weiter als nur Ihre Post nachgesandt bekommen? Machen Sie sich nichts vor, Sie werden gefunden. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2013 in der Kategorie Wirtschaft. Liebe Deutsche Post Adress GmbH und Co. KG, Kopfgeldjägerin der Kundenadressen. Ja, recht herzlichen Dank, Sönke Hilbrands. Jemand da von der Deutschen Post Adress? Nicht? Auch mal einen Nachsendeantrag draus, schicken Sie zu.